Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Hallo zurück zu allen, die sich den letzten Teil schon angeguckt haben. Jetzt eben mit Teil 2 zum Timelapse-Aufsatz für den Arduino Slider. Den Timelapse-Aufsatz an sich, den könnt ihr auch ohne den Slider verwenden. Hierfür müsst ihr dann eben an das Klinkenkabel, worüber die Stromversorgung kommt, was wir im letzten Videoteil schon gelernt haben, eben einfach eine 12 Volt Spannung anlöten. Achtet hierbei aber unbedingt auf die Polarität, da ihr ansonsten den Arduino und auch den Schrittmotortreiber relativ schnell schrotten könnt. Erstmal wollte ich nochmal vielen, vielen Dank sagen für inzwischen 150 Abonnenten. Ich bin wirklich stolz drauf, dass wir diese Hürde jetzt auch geknackt haben. Mich freut es riesig, dass ich immer mehr positive Kommentare und auch Empfehlungen für folgende Projekte bekomme. Das ist genau das, was ich erreichen wollte, denn je mehr Input ihr mir gebt, umso mehr Projekte kann ich umsetzen und das machen, was euch gefällt. Der Aufsatz, den wir uns heute bauen werden, ist etwas größer geworden als der letzte, eigentlich sogar ziemlich viel größer, besteht aber fast aus den gleichen Komponenten. Er hat jetzt einen größeren, stärkeren Motor mit einer kleineren Schrittzahl. Ansonsten das Gehäuse ist auch größer. Der Schalter, den wir hier verbaut haben, ist jetzt der gleiche Schalter, den wir auch im letzten Projekt hatten. Allerdings hat der eine WIP-Funktion. Das heißt, er kann zwei Schaltstellungen annehmen, wodurch ich zwei verschiedene Funktionen mit einem Schalter belegen kann. Zudem haben wir jetzt auch eine LED an dem ganzen Teil dran, die uns eben sagt, ist das Gerät an oder aus, ist der Arduino betriebsbereit. Und wir haben ein Getriebe verbaut, welches ich mit Hilfe von Lego Technik gemacht habe. Also wenn ihr noch einen Schrittmotor, einen Arduino Nano, einen A4088 Schrittmotortreiber, ein paar lose Kabel, etwas Aluminium und Lego-Teile zu Hause rumliegen habt und euch auch so ein Projekt bauen möchtet, dann schaut euch das Video jetzt unbedingt an. Ich wünsche euch viel Spaß. Wieder die wichtigsten Bauteile, die wir verwenden, ein Arduino Nano, einen A4988 Schrittmotortreiber, einen Schalter, eine LED und eine Kopfhörerbuchse. Nachdem ich den Schrittmotortreiber in einen kleinen Schraubstock eingespannt habe, geht's los, alle Pins auszulöten, da wir diesmal keine Platine verwenden, sondern direkt Kabel an die Pins anlöten werden. Wie auch im ersten Teil vom Video, lötet ihr jetzt wieder ein Kabel an den Step und ein Kabel an den Direction Pin an. Als nächstes lötet ihr VDD, VMOD und die beiden Ground Pins an. Auch die vier Kabel für euren Schrittmotor werden an 1A, 1B, 2A und 2B des A4988 Schrittmotortreibers angelötet. So sollte der ganze Aufbau dann aussehen. Jetzt verlötet ihr wie schon beim ersten Teil den Direction Pin an Pin 3, den Step Pin an Pin 4 sowie ein paar weitere Kabel für die Taster und die LEDs. Anschließend verlötet ihr eure 12 Volt Spannungsversorgung an den Voltage-In-Eingang, euer Ground-Signal an den Ground-Eingang und eure 5 Volt Versorgungsspannung, also VDD für den Schrittmotortreiber, an den 5 Volt Ausgang des Arduino Nano. Anschließend lötet ihr an euren Schalter, der in meinem Fall zwei Schaltpositionen hat, zwei Signalkabel und ein Ground-Kabel in die Mitte. Auch an die beiden Pins der LED werden zwei Kabel angelötet. Auch an die drei Pole der Kopfhörerbuchse werden drei Kabel angelötet. Achtet dabei unbedingt darauf, dass Plus und Minus genauso angeschlossen werden wie auch beim Slider, da ihr ansonsten eure Elektronik zerstört. Das grüne Kabel ist optional und dient für spätere Zwecke. Ich habe es einfach an einen beliebigen Pin des Arduino Nano gelötet, damit ich dieses später nutzen kann. Auf den Deckel eurer Projektbox zeichnet ihr nun die Löcher für den Schrittmotor an. Ich verwende hierfür so eine Schrittmotorschablone, die ich mir früher mal gefräst habe. Anschließend bohrt ihr die Löcher nach. Diese sollten etwas größer sein als vorgesehen. Im Anschluss prüft ihr die Position eurer Löcher mithilfe des NEMA 17 Motors. Da mir der Motorschaft etwas zu lang war, habe ich ihn einfach mit einer Säge gekürzt. Vergesst hierbei das Entgraten nicht. Das 3 mm Loch, welches ihr schon aus der Aluplatte aus dem ersten Teil kennt, wird nun auf 5 mm ausgebohrt. Jetzt schraubt ihr den NEMA 17 Motor mithilfe von 4 M3 Schrauben fest. Achtet hierbei auf eine gleichmäßige Kraftverteilung. Nun klebt ihr die Aluscheibe mithilfe von zwei Komponentenkleber auf den Motorschaft. Hierfür verwende ich vier Beilagscheiben, die mir als Platzhalter zwischen Gehäuse und Scheibe dienen. Im gleichen Zug klebt ihr jetzt noch mithilfe von zwei Komponentenkleber eure GoPro-Halterung auf die Aluscheibe. So sollte das Ganze dann aussehen. Während der Kleber aushärtet, verbindet ihr nun alle Groundpins eurer Steuerung. Zudem greift ihr noch von dem Klinkenstecker 12 Volt für euren Schrittmotortreiber ab.
Auf eurer Projektbox zeichnet ihr euch nun alle Löcher an, die ihr bohren wollt. Anschließend setzt ihr kleine Pilotbohrungen und bohrt diese anschließend mit der passenden Größe aus. Nun platziert ihr alle elektrisch relevanten Bauteile mit Hilfe von Kleber und Schrauben in eurem Gehäuse. Anschließend verschließt ihr eure Projektbox. Auf die Unterseite klebt ihr jetzt noch den Stativanschluss, den wir schon aus Teil 1 des Videos kennen. Jetzt verschraubt ihr noch euren Anschluss für die Kamera und ihr seid fertig. Auf den ersten Blick sah alles gut aus, jedoch zuckte die Kamera trotz des besseren Motors immer noch relativ stark hin und her. Dieses Problem trat auch bei kleineren Kamerasystemen auf, trotzdem wollte ich das Ganze mal ausprobieren. Obwohl das Ruckeln von außen kaum bemerkbar war und im Zeitrafferbetrieb eigentlich kein Problem darstellen sollte, waren die Aufnahmen immer noch katastrophal ruckelig. Um das Problem zu lösen, entschloss ich mich, aus Lego-Zahnrädern ein kleines Getriebe zu bauen. Zuerst habe ich den Durchmesser der Welle gemessen und anschließend versucht, die Löcher zu bohren. Mit den Lego-Zahnrädern der ersten Generation hat das allerdings nicht so gut funktioniert. Mit den abgerundeten Zahnrädern von Lego Technik waren die Ergebnisse um Welten besser. Also habe ich mir zwei von diesen Zahnrädern geschnappt, dadurch eine Übersetzung von 1 zu 2 gebildet und mit Hilfe von einer heißen Spitze ein Loch in das Plastik gemacht, wo das Getriebe ansetzen sollte. Anschließend habe ich den Durchmesser der Lego Kunststoffstange gemessen und das Loch dementsprechend gebohrt. Anschließend habe ich zwei solche Lego-Baugruppen verwendet und diese auf die Unterseite geklebt, um die Bohrung etwas stabiler zu machen. Achtet hierbei darauf, dass der Motor noch Platz hat. Zuerst habe ich die beiden Lego-Baugruppen mithilfe von zwei Komponentenkleber aufeinander geklebt, anschließend auf die Unterseite des Deckels etwas Kleber gemacht und anschließend die Baugruppen mithilfe von zwei Komponentenkleber und Heißkleber festgeklebt. Dann habe ich das Loch, durch das die Motorwelle läuft, aufgebohrt und anschließend ausgefeilt, damit der Motor besser Platz hat und ich flachere Schrauben verwenden konnte. Nachdem ich den Motor dann mit Hilfe von Senkkopfschrauben M3 festgeschraubt hatte, solltet ihr das Spiel des Zahnrads überprüfen. Anschließend klebt ihr das kleine Zahnrad mit Hilfe von zwei Komponentenkleber auf die Motorwelle. Achtet hierbei darauf, dass es zentrisch und rund läuft. Anschließend verklebt ihr die Lego Kunststoffstange mit dem Lego Zahnrad und klebt dann die GoPro-Halterung auf das Lego Zahnrad mit Hilfe von Heißkleber. Die Kunststoffstange habe ich anschließend noch gekürzt. Mit Hilfe einer Beilagscheibe habe ich dann beide Zahnräder auf die gleiche Höhe gebracht und alles dann zusammengebaut. Verwendet auf der Rückseite auch eine Beilagscheibe, um den Reibungswiderstand zu minimieren. Das Kunststoffstück wurde mit Hilfe von zwei Komponentenkleber befestigt. Anschließend lötet ihr jetzt noch zwei Kabel an den MS1 und MS2 Eingang des A4988 Schrittmotortreibers und lötet diese beiden Kabel dann an zwei Digital Outputs des Arduino Nano. Die MS1 und MS2 Eingänge des Treibers ermöglichen uns, Mikroschritte zu machen. Aus dem Timelapse Arduino Sketch, welchen ihr in der Dropbox finden könnt, könnt ihr die Funktion des MS1 und MS2 Eingangs entnehmen. In dem Sketch werden beide Eingänge auf High geschaltet, damit ich einen Achtelschritt machen kann. Bei einer Motorschrittzahl von 200 Schritten pro Umdrehung, einer Getriebeübersetzung von 1 zu 2 und einer Microstep-Übersetzung von 1 zu 8 ergibt dies 200 mal 2 mal 8, also 3200 Schritte pro Umdrehung. Dies sollte das Problem endgültig beheben. Die Ergebnisse sprachen für sich. Gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo von meinem Kanal freuen. Lasst einfach einen Kommentar da, wenn ihr Wünsche und Anregungen habt. Nächste Woche geht es dann weiter mit der LED-Ansteuerung mithilfe eines Arduino Nano. Daraus möchte ich dann, wie ich schon im Update-Video gesagt habe, eine kleine Videoreihe machen, wodurch ihr über den Winter jetzt in kleinen Schritten immer mehr über den Arduino Nano lernt, da ich selber dieses Produkt am Anfang gar nicht so gut kannte, aber inzwischen wirklich ein relativ großer Fan davon bin und auch in relativ kurzer Zeit relativ viel darüber gelernt habe. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und freue mich, euch im nächsten Video dann wiederzusehen. Ciao und bis dann!